youtube.com/user/ oben. Gute Frage. Welches Slash? Hä? Vorwärts. Aber ich weiß gar nicht wie. User? Ja, aber ich weiß gar nicht, was dein Username ist. Thomas, wo finde ich den Usernamen raus, den ich bei Gaming YouTube machen muss? Ja, bei dir ist ja Leduc mit UE. Wie kriege ich jetzt raus, wie Markus' Account heißt? Ja, kommt hier noch was ins Mal? Ja, ich versuche gerade rauszufinden, wie dieses scheiß Ding heißt. Ob das Marco letztlich ein Dings ist, weiß ich gerade nicht. Bettbieber. Glaube ich. Bettbieber und dann slash live. Ja. Und dann muss ich mal gerade wieder in LOL rein. Gibt's ein YouTube Gaming isn't available in your country. Ja, dann geht das auf deinem Handy nicht. Go to YouTube. Mokus, bist du da? Er spielt doch. Nee. Doch, er spielt. Mokus, bist du mit in der Runde? Ah, okay, weil eben stand auf der Friendlist, dass die anderen beiden nur in-game sind und dass du online bist. Strange. So, komm. Da, Marco Denks. Ja. Gerade gesagt. Livestream immer, von Marco Denks. Hey, wie kriege ich das hier hin, dass die scheiß Maus oben bleibt? Rutsch da immer runter. Ein Zuschauer. Guck mal, ob das rechts auch funktioniert. Letzte Tab. Nochmal statt Bettbieber. Marco letztlich denkt.
jetzt hier der Stream. Livestream, da geht mal drauf, ganz unten. Also den Link kann man verschicken, aber das ist halt jedes Mal ein anderer wahrscheinlich. Ach Scheiße, hat er mich zugemacht. Wie komme ich da wieder drauf?
Normal Channel. Na gut, das funktioniert jetzt. Ich muss halt nur erstmal an den Link posten, beziehungsweise Thomas mal fragen, wie er das gemacht hat, dass er den Namen da hat. Ja, und wie mache ich das jetzt an und aus? In OBS musst du das machen. Das hier? Ja, und im Streaming stoppen. Das kann ich sagen, wie groß das sein soll. Und wenn LOL gestartet ist in dem Game, ja. Wieso nur LOL? Weil ich quasi gesagt habe, dass der nur LOL anzeigen soll. Die Alternative ist, dass er zum Beispiel alles, was du siehst, direkt streamt. Achso, das heißt. Wenn du WhatsApp offen hast, könnte ja jeder direkt sehen, was du schreibst. Also der captured jetzt, wenn ich das richtig hoffentlich gemacht habe, nur das LOL-Fenster. Ja, das mache ich jetzt so und jetzt würde der streamen? Ja. Genau. Okay. Sprich, wenn du Online-Banking parallel machst, dürfte nichts passieren. Mikrofon ist an. Test! Achso, das ist jetzt sogar ohne Push-to-Talk. Das heißt, die hören uns jetzt zu, wenn einer drin wäre. Ja, du könntest da wahrscheinlich auf das Ding, ja, klick mal drauf. Eingeschlafen. Wahrscheinlich kann man da Push-to-Talk irgendwo. Also, wahrscheinlich kann man das auch irgendwo. Keine Ahnung. Ich denke, das kann man auch irgendwo einstellen. Machen wir irgendwo auf Einstellung oder sowas? Ausmachen. Ah, jetzt mit Wolfgang und Biber oder was? Biber.
steht da bestimmt überall da, oder? Lass mich mal kurz hier auf Gaming YouTube. Da, oben rechts drückst du auf das Symbol. Dann ist da, wahrscheinlich weil du kein Bild hast, kein Bild. Und dann steht da drunter, da ist ein Bild, okay. Und drunter steht bei mir Lidwack. Und da drunter die E-Mail. Ja. Ich kann ja mal kurz den Stream umschalten, dann seht ihr das. Ja, weiß ich nicht. Das. Keine Ahnung. Bestimmt kann man sich irgendwo einen Usernamen geben. Und das habe ich wahrscheinlich gemacht und habe deswegen den geileren Link. Ich nichts geboostet bei OBS. Das überhaupt? Ich versuche ihn gerade zu öffnen. Ja, dann funktioniert er. Nimm nochmal das Champ Select Fenster rein. Dann können wir mal sehen, ob hier was geht. Wir sind doch gerade im Champ Select. Das ist ja ein bisschen verzögert. Gibt der Sache 10, 20 Sekunden. Ja. Sauber. Gut Job. Aber Luchi einladen, nicht Luchi, Luppi einladen. Ja, jetzt läuft dein Stream. Easy. Oh, was ist denn das? Hat da jemand eine Nachricht in deinem Chat hinterlassen?
Wenn du jetzt ein guter Streamer wärst, würdest du darauf eingehen. Ah, du musst deinen Chat immer im Auge haben. Ja, das liegt ja an deinem Ende, das wissen wir doch schon lange. Solberg, nicht Biebermann. Achso, hast du schon einfach Biber eingegeben, oder was? Bei dir ist das ja auch irgendwie slash Channel slash irgend so eine komische Kacke. Bei mir ist das doch anders, oder? Mit dem User. Hast du nicht auch irgendwie so ein Link mit User slash irgendwas? Ja, der Biber bricht hier immer. Brichst die Queue immer ab, du Noob. Luchi, du musst nochmal starten. Ah, Jungs. Du hast in deinem Stream gesehen, ey, du hast drauf gedrückt. Der Luchi ist dort in dieser Low Priority Queue und du darfst das nicht abbrechen, indem du auf Verlasse die Schlange drückst. Ihr habt immer noch beide Top gewählt, ne? Das ist egal beim Fünfer, da kannst du auch alle Mitte. Ist ja. Dann werden die random verteilt, oder was? Ja. Wir sind im Fünfer, wir können uns ja absprechen, was wir machen, oder? Warum bist du rausgegangen, Biber? Oh, was geht ab? Was geht bei euch? Booste die Leute doch einfach. Das geht doch ganz einfach im Teamspeak. Rechtsklick und dann Change Volume.